herzlich willkommen beim UFO Talk, dem Podcast von ufoinformation.de. Mein Name ist Dennis Kirstein und heute befinden wir uns in Heilbronn bei Roland Gehardt zu einem französisch-deutschen Treffen mit Kollegen aus Frankreich, die auch seit vielen Jahrzehnten UFO-Forschung betreiben. Neben mir sitzt wie häufig der Jochen. Hallo Jochen. Hallo Dennis, hallo liebe Zuhörer. Neben mir auch Roland Gehardt, wie gesagt der Gastgeber von heute. Hallo Roland. Hallo. Dann Hans-Jürgen Köhler ist wieder dabei. Hallo. Und unsere französischen Kollegen Christian Morgenthaler. Bonjour. Bonjour. Und Jean-Paul Frey. Hallo. Beide von der französischen UFO-Vereinigung SPICA. SPICA steht für l'Association Science et Phénomène Insolite du Ciel et de l'Aéronautique. Auf Deutsch ungefähr Verein für Wissenschaft, ungewöhnliche Himmelsphänomene und Luftfahrt. SPICA wurde im März 2001 gegründet. Und Christian, vielleicht kannst du mir ein bisschen was über die Hintergründe erklären. Warum wurde es gegründet oder wie viele Mitglieder habt ihr? Wo liegt so euer Hauptaugenmerk? Okay, also ich selbst mache Ufologie seit, sagen wir offiziell, 1983. Und vor der Zeit waren wir mit Lumière dans la nuit. Und die Person, die das gegründet hat, das war Ovni Nord Alsace früher. Und in 1990 hatten wir ein bisschen ein, es geht nicht so gut mit Lumière de la Nuit, wie wir es gemischt hätten. Ja. Ja. Und dann sind wir alle, wir waren sechs Personen zur Zeit, haben wir gesagt, wir gehen auf SOS OVNI, wie auch ein großer Verein war in Frankreich. In den Jahren 2000 waren wir sieben Personen. Wie immer untersuchten, was vorkommt im Elsass und Lothringen. Ne? Und im Jahre 2000 haben wir gemerkt, dass etwas nicht klappt mit dem SOS OVNI, dass da ein Problem, ein Geldproblem ist. Und da haben wir von 2000 bis 2001 darüber gesprochen und studiert, was man kann machen. Und dann haben wir gesagt, warum nicht einen Verein machen, aber in dem Verein, was man auch nicht nur Ufologie macht, aber auch Astronomie, warum nicht noch alles, was Flugzeug angibt. Mhm. Und natürlich mit Astronomie, Flugzeug und Spacegate und automatisch das Space dazu. Nicht? Ja. Und na, dann ist es so gekommen, dass man gegründet haben, dann das SPICA. Dann im März 2001, wie du es gesagt hast. Und da waren wir am Anfang 9 Personen, die das gegründet haben. Wir sind dann natürlich sind andere Leute dazugekommen. Wir sind bis auf 40 Personen gekommen im Verein. Aber na, es waren immer Leute, wie kommen, wie gehen, warum manche Leute kommen. Und ja, was ist, wo sind die UFOs? Ne? Mhm. Wir haben gemeint, wenn man einen Abend hinausgeht, dass man dort 10, 20 UFO in der Nacht dich untersuchen kann und so. Ne? Ja. Und wo mir gesagt habe, ja, so geht es nicht. Wir wollen einen Verein machen, wie scientific, wissenschaftliche machen. Ja. Ich suche manchmal die, Entschuldigung, manchmal muss ich das Wort suchen, wir sind Franzosen und sprechen Deutsch, aber na, manche Wörter kommen nicht so, wissenschaftlich untersuchen möchten. Ne? Mhm. UFO, ETs, das kann man jeden Tag sehen im Fernsehen, aber wir wollen das nicht. Und natürlich sind dann Leute, die dann wieder gehen, weil es kein UFO gibt, weil es kein ETs gibt bei uns. Ne? Mhm. Und derzeit ist jetzt alles ein bisschen runtergekommen. Wir sind noch 10 Mitglieder, aber 10 Personen, die, sagen wir, korrekt arbeiten möchten und die nicht nur UFOs an jeden Eckstellen sehen. Ne? Das ist ein bisschen SPICA. Mhm. Ja. Wie viele UFO-Fälle bekommt ihr so rein im Monat oder im Jahr oder wie viel bearbeitet ihr denn? Also am Anfang, sagen wir, 2001 bis 2009, 2010 waren es 4, 5, 6 Fälle im Monat. Mhm. Heutzutage sind es 1, 2. Manche Monate ist 0.
Es kommen Fälle herein, es kommen Informationen herein. Leute, wie sagen, ich hatte etwas gesehen im Himmel und das kommt durch E-Mail. Und sobald das mir wieder eine Antwort geben, dass wir mehr, ein bisschen mehr Informationen möchten, die Adresse gibt es nicht. Ja, wie geht es? Ich mache Antwort geben und die Adresse gibt es nicht mehr. Ja. Dann kann man so einen Fall als wissenschaftlich nennen. Nein, das ist, tut mir leid. Also, schreibe mir auf, jemand, der hat etwas gesehen, dem Tag, der Stunde. Wenn Jo eben anders kommt und sagt, ich habe auch etwas gesehen, aber das ist alles. Keine Untersuchung. Und heutzutage, ich glaube, zwei Untersuchungen im Jahr. Der Rest, das ist alles. Wenn die Leute uns schreiben und sagen, ich habe das und das gesehen, ja, du hast das gesehen, du hast das gesehen. 5 Minuten ist schon alles verstanden. Ne? Christian, wie sieht es bei euch in Frankreich mit dem Sichtungsspektrum aus? Also bei euren Untersuchungen, was stellt sich da heraus als Hauptstimuli? Also heutzutage Hauptstimuli ist die Teillaterne. Das ist bei uns, sagen wir, es geht kein Monat durch, dass wir, ohne dass wir 4, 5 Fälle in dem Internet finden oder uns schreiben. Ne? Aber das ist einer von den Fällen, wie nach 5 Minuten Untersuchung ist schon alles gut, weiß man schon, was die Leute gesehen haben. Zwei, drei Fragen. Und ist schon gut. Das ist das Hauptstimuli, das wir haben heutzutage. Obwohl ihr auch ein Verbot habt in Frankreich, dass man das steigen lassen darf. Und Ja. so wie bei uns in Deutschland mittlerweile ist es bei euch in Frankreich auch Ja, so. es ist so schon schon lange her. Ne? Normalerweise soll man in Frankreich eine Autorisation, Ja, Genehmigung, Genehmigung, ja, haben von der Luft. Ne? Und das wird nicht gemacht. Ne? Das ist eine Hochzeit, da lasst man so ab. Da gibt es sogar manche, die haben 100 Stück in die Höhe gelassen. Ne? Na, mit 200, mit 100 Stück, mit 2 Euro, das macht 200 Euro. Was ist das nicht für eine Stadt oder etwas, ein großes Fest? Ist das kein Geld. Ne? Und da lasst man 100 Stück in die Höhe. Bei uns in Deutschland haben wir immer das Problem, dass astronomische Stimuli wie Jupiter, wie Venus sehr oft als UFO gemeldet wird. Wie sieht es bei euch in Frankreich aus? Also, wir hatten das viel früher. Vor 5 bis 10 Jahren hatten wir das viel als Stimuli, aber als Observation. Ne? Aber ich glaube, etwas wird gemacht. Ich weiß nicht, wie es ist in Deutschland. Bei uns ist jetzt, sagen wir, die letzte Nachricht von Elsass, sagen wir, hatte immer jeden Monat der Himmel, das Monat drin. Und dann können Sie Venus sehen, dann können Sie Jupiter sehen, dann können Sie das sehen. Und viele Leute haben das gesehen. Ah ja, das Licht, wie ich das sehe, das stand in der letzten Nachricht. Das ist Venus, ja, das ist Jupiter. Aber Christian, darf ich kurz mal dazu was sagen? Kann es nicht auch daran liegen, dass ihr die Bevölkerung vom Astronomiewissen her viel besser herangeführt habt? Ich kann mich da gerade an die 90er Jahre erinnern, wo ihr die Nacht der Sterne gemacht habt im Sommer, wenn die Poseidon kam. Ich bin ja auch als vorübergekommen zu euch, zu dieser Nacht, wo wir dann Veranstaltungen gemacht haben, wo das ganze Land auf den Beinen war. Und ich denke mal, dass das natürlich vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass man jetzt inzwischen weiß, wenn am Osthimmel ein Stern blinkt, dass man weiß, okay, das ist Mars oder Jupiter, je nachdem, nach der Jahreszeit. Ich glaube, ihr habt da diesbezüglich vom Allgemeinwissen in der Astronomie in eurer Bevölkerung da ein bisschen besseres Level als bei uns hier. Ja, effektiv, das waren la nuit des étoiles, nicht la nuit des étoiles filantes heißt man das in Frankreich, die Nacht den fliegenden Die Sternen, Perseiden. Perseiden. Ne? Und das hat in Frankreich ein großer Erfolg gehabt. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob es die Nacht war, wo du da mit uns gemacht hast. Wir sind für 4.000 Personen. Der Freitagabend, Samstagabend, im Basberg. Ganzen hatten wir 4.000 Personen.
in den 2 Nächten. Das sind viele Leute und jeder wollte in den Teleskop schauen. Und dann sind alle natürlich durchgegangen, was ist Jupiter, was ist Venus und so weiter. Und ich glaube auch, dass das viel gemacht hat in Astronomie für die Leute. Wie sieht's aus mit astronomischer Bildung in der Schule? Also astronomische Nein. Bildung in der Schule Nein. gibt es nicht viel. Nein. Und das ist schade. Wir möchten gern, dass die Schulen zu uns kommen für eine Observation oder zu zeigen, wie die Sonne läuft, die Jupiter Und das Sonnensystem zu erklären. Also wir haben es gemacht, das war ich habe etwas gemacht, 3, 4 Schulen, weil ich kannte die Lehrerin oder der Lehrer und habe einen Mittag Astronomie mit ihnen gemacht. Aber natürlich, das ist hier und da einmal etwas gut, aber Nichts staatlich nicht. gefördert. Kommen wir nochmal zurück zu Speaker. Das ist in den vergangenen 13 Jahren irgendein UFO-Fall, den ihr bearbeitet habt, wo ihr sagt, bis heute, da könnt ihr euch keine Erklärung drauf machen. Effektiv, wir haben einen Fall gehabt in 2002, der 21. August, 21:30 Uhr, wo das hat angefangen. Ein Zeuge hat uns angerufen und hat gesagt, ich hatte ein Dreieck, wie über mir geflogen ist. Und dann sind wir da hingegangen, haben das untersucht und effektiv, das war ein Dreieck mit 3 Lichtern, wie über Mitte Straßburg geflogen ist, was verboten ist. Ne? Über Straßburg, über Großstadt darf man nicht durchfliegen. Ne? Die Person hat das Effekt gehabt, dass es ein Dreieck ist. Und dann haben wir einen Zeuge, erstmal für andere Zeuge zu finden, und haben 50 Zeuge gehabt. Und haben die ganze Ding kann man von westlich von Straßburg bis auf Erstein. Und dann manchen haben das gehabt, wie über ihnen durch ist. Und jedes Mal haben die gesagt, das war ein großes Brummen. Da hat alles im Häusl gelottelt. Und ich hatte Zeugen 100 Meter daneben, der hat nichts gehört. Der hat gemeint, das ist ein Flugzeug, wie er runterkriegt, wie im Absturz ist. Ne? Und dann haben wir 3 Zeugen, wie das Phänomen gesehen haben, mit dem Mond dahinter. Na, und die haben gesagt, es war ein Dreieck. Die haben die Masse gesehen, wie hoch und haben ausgerechnet ungefähr mit dem Ganzen, wie hoch war er. Das hatten wir mit Leuten, die das auf der Seite gesehen haben und der, wie unten drunter war. Und da haben wir können sagen, dass es ungefähr 110 Meter Breit. Breite hat. Und dann natürlich haben wir, das war ganz gemütlich über Straßburg, Ilkirch-Grafenstaden, Erstein. Und in Erstein haben wir Zeuge, wie gesagt hat, einmal sofort. Und Aber nie gefunden, was es ist. Fotoaufnahmen oder Videoaufnahmen Nein, gibt es nicht. nein. Haben wir nicht, Und leider. irgendwelche, habt ihr auch irgendwelche Anfragen gemacht an Flughafen, an Ja, Polizei oder? keine Antwort. Der Zeuge hat sich gefragt, hole ich den Fotoapparat Ja. oder schaue ich, was ich sehe? Gehe ich weg, dann, wenn ich zurückkomme, ist das Objekt nicht mehr da? Was war die Frage denn? Und von den offiziellen Stellen, von Behörden habt ihr keine Antwort bekommen? Nein. Und wir haben Briefe geschrieben und da hat es geheißen, erstens keine Antwort. Und manchmal bekommen wir die Antwort, das gibt ich euch nichts an. Wow. Der Zeuge könnte gut Astronomie. Und er hat gesagt, wenn er an den Himmel geschaut hat, waren die Sterne nicht am guten Platz. Am guten Platz. Das war einer von der letzten Zeuge in Erstein. Der kam, er glaubte zuerst, dass das ULM waren. Ultraleicht Ultraleicht motorisiert. motorisiert. Ne? Aber nachts normalerweise dürfen die nicht fliegen. Ne? Er hat gesagt, die sind verrückt. Dann ist er hinausgegangen, wir sehen, was es ist. Und da hat er die 3 Lichter gesehen, aber er war gerade runter. Und er hat gesagt, ich habe den Himmel dazwischen gesehen,
Aber die Sterne waren nicht richtig an ihrem Platz. Also so, als ob es zwar durchsichtig wäre, aber irgendwie ja, auch wieder, als wenn man durch Glas schaut oder vielleicht irgendwie ja, oder durch Wasser durch. Irgendwie oder halt. Durch Wasser schaut, ja. Er hat gesagt, ich habe die Sterne gesehen, aber sie waren nicht am richtigen Platz. Die waren ein bisschen... Ja. Und nachdem hat das, was durch war, war der Himmel wieder normal. Ja. Und da gab es dann um die 50 Zeugen insgesamt, wo das auch so gesehen haben, oder? Nein, sagen wir, die, die auf der Seite waren, haben noch Lichter gesehen. Und aber diese waren auf demselben Niveau, nicht auf demselben Plan. Ne? Ja. Und die, die unter drunter waren, haben effektiv das Dreieck gesehen und haben, es war Nacht, und haben der Himmel und die Wolken dadurch gesehen. Und bei dem sagen die allen, das waren nur drei rote Punkte. Also in jedem Eck quasi. Ja, in jedem Eck vom Dreieck. Ne? Und nur drei Personen, da war sogar, also ich sage drei Zeugen. Warum sage ich drei Zeugen? Weil einer war mit, zwei waren allein. Das zu sehen. Und der dritte Zeuge, sie waren drei Kinder, wie ihre Eltern gerufen haben. Sie waren miteinander, haben miteinander gegessen. Das war ein Familienabend oder etwas so, oder ein Freundeabend. Und die drei Kinder waren auf dem Balkon und haben das gesehen und haben die Eltern gerufen. Und die Eltern haben gesehen, dass das Dreieck eine Decke hat und dass da etwas, ein Körper war, ne? Ja. Wie Dreieck. Und nur, weil der Mond dahinter ist. Ja. Und das ist die Information, die wir haben von den drei Zeugen noch, die der Mond hinter sich hatten. Okay. Weil der Mond war im Aufgehen und dann sind manche Leute, wie noch, wie nicht der Mond hatte, der Mond hinter sich oder war zu nieder oder ja, und haben es nicht gesehen. Dann sind es Leute, wie von wie auf Mondaufgang geschaut haben. Ne? Das ist das, sagen wir, der große Fall, wie wir hatten in den letzten Jahren. Da ist noch ein anderer Fall, aber da habe ich noch ein, haben noch ein Zeuge. Und ein bisschen zu, kann man das sagen, Star Wars, ja. Okay, Science Fiction, ja. Und wie es nur ein Zeuge gibt, dann ja, sagen wir, es ist, ja. ist nicht so. Ja. Das ist wahr, das ist richtig. Ja. Christian, du sprachst ja vorhin von Lumière dans la nuit, das heißt der Lichter in der Nacht. Ja. Wie ist das Verhältnis zwischen nächtlichen Sichtungen und Sichtungen am Tage? Weil bei uns in Deutschland sind ja weit über 90% nächtliche Lichter. Wie sieht es bei euch aus? Ja, bei uns ist dasselbe mehr. Sagen wir so, man kann sagen, 5% sind tagliche Lichter. Der Rest ist alles Nacht. Ja, klar. Ja. Ja. Warum? Weil ein Licht am Himmel in dem Tage ist nicht so, sehen die Leute nicht. Jetzt ein Licht in der Nacht, das sieht man mehr. Ne? Beziehungsweise am Tag können Sie sich natürlich dann auch erklären, wenn Sie dann als Objekt ja, drumherum sehen, das war vielleicht auch nur das ein auch, ne? Oder was auch immer. Ja. Kommen wir vielleicht mal auf die französische UFO-Szene so im Allgemeinen zu sprechen. Könnt ihr vielleicht etwas dazu sagen, wie viele UFO-Vereine es in Frankreich gibt, wie sie sich vielleicht zusammensetzen, so vom Spektrum her, von UFO-Gläubigen bis hin zu den Skeptikern. Genau, von der Einstellung her, richtig. Ja. Ja. Auch gleich die Entwicklung, also bei uns war es zum Beispiel so, dass auch die Mitglieder rückläufig waren zum Teil von den Vereinen. Es wäre zufällig interessant, wie es in Frankreich ist, ob da so die, der Zuspruch, wie da der ist aus der Bevölkerung oder von den Mitgliedern her. Also das wird eher weniger. Nachdem heute sammelt den MUFON die UFO-Fälle in der Welt. Und auf Frankreich gibt es vielleicht 4 oder 10 UFO-Fälle. Aber wir wissen nicht, wo waren die UFO-Fälle her. Sie ja. sagen zwischen 4 und 10 UFO-Fälle im Monat. Im Monat, wo allein MUFON in Frankreich. Nur in Frankreich. Und dann ist gar keine Information davon, wo es ja. war, wie es war oder so. Die UFO-Szene in Frankreich ist, früher war es 2
drei großen Vereine in Frankreich. Die Vereine sind dann auseinandergegangen. Die einzige Verein, die bleibt, ist Lumière dans la Nuit. Aber wenn man so will, Lumière dans la Nuit ist entweder eine Zeitung, ist eine Revue, ne? Monatlich oder zweimonatlich. Ja, durch die Zeitung bekannt worden, auch bei uns, durch die Zeitschrift. Und anders sagen wir, dahinter sind ein paar Untersucher, wie aber independent sind, unabhängig. Ja. Sie sagen, sie sind von Lumière dans la Nuit, aber sie sind nicht. Das ist nicht wie ein Verein, wo man ein Vereingeld gibt oder wo man eine Gestion, Vereingestion hat. Ja. Das ist, jeder macht für sich und gibt es weiter in Lumière dans la Nuit und dann kommt es raus in die Zeitschrift von Lumière dans la Nuit. Im Norden UFO? Oder? Ja, im Norden gibt es noch eine, da wird auch nichts mehr gemacht. Mhm. Aber das ist, der Präsident ist sehr krank. Das versteht man. Aber er war auch, sagen mehrere so, es waren ein. Es war eine Gruppe von 3, 4, 5 Personen. Wie wir heute sind 10 Personen. Und da gibt es Vereine, gibt es nicht mehr so viel in Frankreich. Also früher glaube ich mehr Vereine, das habe ich nicht. Ich kenne nur höchstens 5 oder 6 kleine Vereine, die etwas machen. Ne? Der Gnegu, der OVNI Investigation von Lyon, Languedoc-Roussillon, OVNI Languedoc-Roussillon, der Spicar. In Bordeaux, de Toulouse gibt es auch. Ja, aber das sind ganz kleine Vereine, ganz kleine. Das sind 2, 3 Personen. UFO-Mania. Ah, UFO-Mania, ja. Ah, nicht vergessen, UFO-Mania. UFO-Mania, die kennen wir ja. Und was würdet ihr sagen, was ist deren Intention? Also wollen die das Thema so wie ihr wissenschaftlich bearbeiten oder sind die, denken die mehr, nicht zu viel wissenschaftlich. Es ist was Anormales hinter dem Phänomen und die wollen dann vielleicht dann wirklich beweisen, dass da vielleicht auch anormale. Also, sage mir, was die großen Vereine sind, wenn man OVNI Languedoc nennt, wenn man OVNI Investigation von Lyon nennt, wie Speaker sind, machen die eine Arbeit, eine wissenschaftliche Arbeit. Da ist gar kein Problem. Die andere kenne ich nicht so. Und dann ist noch der Gnegu. Der Gnegu ist der Groupement Nord-Est des Associations Ufologiques. Aber die sind mehr Skeptiker. Bei uns in Deutschland ist die Entwicklung, was UFO-Vereine, Mitglieder bei UFO-Vereinen, seit 1990 stark rückläufig. Gab es dieses Phänomen bei euch in Frankreich auch? Ja. Also, ja. Das geht auch. Jetzt sind gerade noch ein paar Leute ganz selbstständig, die die Arbeit machen. Mehrere, wie ich kenne, machen sehr gute Arbeit, eine richtige wissenschaftliche Arbeit. Aber dann gibt es auch ein paar, die natürlich ganz ein Licht im Himmel und sonst sind die ETs da. Wie gehen denn bei euch die Medien mit dem Thema um heute? Wird denn noch oft über das UFO-Thema berichtet oder ist das auch rückläufig gewesen? Und wenn ja, wie wird darüber berichtet? Also eher so ein bisschen ins Lächerliche ziehen? Also sagen wir, dass heutzutage mit den Medias ist nicht mehr so viel UFOs in den Medien. Ne? Ja. Das war in den Jahren 70 bis 2000. Sagen wir ungefähr. Wie bei uns auch. Ja. Mhm. Und da kommt es dann ganz drauf an auf die Zeitschrift. Es war etwas gesehen, das war untersucht und das war das und das. Und dann gibt es nur den, da ist wieder einer ganz blau gewesen und hat wieder ein ETs gesehen. Ne? Ja. Und der B hat dann auch gesagt, er hat ein rotes Licht im Himmel gesehen. Ne? Das hat von allem gegeben. Aber heutzutage haben wir nichts mehr in der Zeitung. Ja. Schon für etwas in die Zeit. Sogar wenn wir etwas machen, wie letztes Jahr in Hegenheim, mussten wir richtig Leute kennen, für dass man etwas in der Zeitung hat, dass wir das und das machen in Hegenheim und so weiter. Mhm. Sobald dass man von UFO spricht, will nicht. Gilt ich nicht schreiten. Gibt es in Frankreich auch sowas wie eine Exopolitikbewegung, sowas in Richtung, wie es in Deutschland gibt? Ja, das gab es auch bei uns. Ich weiß nicht exakt, wie ich das kann, Exopolitik, wie machst du da, wie... Ja,
Das gibt's auch, aber ich kann nicht richtig sagen, was zwischen mit Deutschland, Frankreich haben die wie UFOs sein in jedem Ecken, nicht? Und wie ich habe einer hat mir geschrieben, ja, alle 2-3 Tagen sehe ich ein UFO und einmal oder zweimal im Monat sehe ich ein ETs, ne? Das gibt es auch bei uns, ne? Ich weiß nicht, ob sie das richtig exopolitisch. Ja gut, es kommt ja aus Amerika, diese Bewegung, und da gibt es in Deutschland auch so einen Ableger, die sind medial sehr präsent, verbreiten viele Videos und sagen, es gibt eine außerirdische Präsenz auf der Erde, das ist bewiesen oder sei nachweisbar, und man müsste die Öffentlichkeit darüber informieren, auch die Regierungen auffordern, dass die ihre Dokumente freigeben. Also die ja, haben wir auch. Das ist keine Forschungsgruppe, sondern die versuchen das halt medial darzustellen. Lobbyisten, wenn man so. Ja, das ist, ja. Wir haben ein paar auch in Frankreich, wie ja, Bücher schreiben darüber. Aber nicht so als nicht organisierte. Nein, man kann es nie beweisen. Ja, das ist wieder das andere. Man findet keine UFOs. Zuerst, man findet keine UFOs. Und wenn man fragt, ja, haben Sie Bilder, haben Sie Kamera, Video? Nein. Dann ist das UFO real? Und wir sagen in Frankreich, toll, Eboulon, das will heißen Blech. Blech und Schrauben. Schrauben. Und das findet man niemand. Ja, genau. Und, man muss sagen, die Exopolitikbewegung, die gibt es halt in ganz Europa. Wir in Deutschland haben halt mit Robert Flasche jemanden, der sehr aktiv ist. Und solche Leute gibt es halt in anderen Ländern nicht. Welche, den hört man auch nicht sehr viel darüber. Nein, nein, das sind Leute, andere wie in Frankreich bleiben, ein paar Bücher schreiben. Und wir sagen, ja, man muss sagen, in dem Gouvernement, in dem Staat, dass es das gibt. Und sie wissen sogar, sie sollen uns sagen, wo die Unterbasen sind und, ne, und so. Und das gibt es auch bei uns. Ne. Ich hatte einen am Telefon letzten Abend. Meine Frau hat gesagt, du, wenn legst du auf, was mal essen. Ja. Und ich war ja. Ja. Naja, es ist gut, ja, ja, das kann ich, das kenne ich schon lange. Ajo, natürlich, da und da, unter dem Boden, ja, gehen Sie hin. Ja. Da hat immer so Leute, ne? Ja, ja, das ist klar, genau. Also, wir haben ja auch in Deutschland so ein paar UFO-Klassiker, und die gibt es ja auch in Frankreich aus den letzten Jahrzehnten. Und das sind ja eben auch bei uns einige bekannt. Und wir haben gedacht, wenn wir natürlich schon zwei Franzosen bei uns am Tisch haben, können wir vielleicht mal so ein paar Klassiker ansprechen und mal sehen, was eure Meinung so zu den Fällen ist. Da fangen wir mal an, am besten chronologisch 1954. Da gibt es den Fall von Marius de Wilde, der am 10. September 1954 eben zwei kleine Wesen an Bord eines UFOs hat gehen sehen. Ist euch der Fall bekannt? Könnt ihr was darüber sagen? Das ist ein großer, bekannter Fall in Frankreich. Aber nach sehr vielen Untersuchungen ist das ein falscher. Das ist ganz falsch. Da ist kein, man hat nie kein Ding gefunden auf den Schienen von dem UFO. Also na, Abdrückespuren. Abdrückespuren und so weiter. Okay. Und na, dann gibt es natürlich auch die, die sagen, ja, der trinkt viel, der und so weiter. Ne. Na, ich muss eins sagen, gell, die Fälle sind Fälle, wie ich nicht untersucht habe und wie ich noch kenne durch die Bücher. Na, ich sage eins, ich kann nicht viel darauf sagen und niemand von uns kann viel darauf sagen, weil wir nicht darauf untersucht haben. Klar, ist ja auch schon 60 Jahre her. Ich sage eins, ja schon, es ist schon lange her, ich bin gerade in dem Jahrgang geboren. Ja. ich hatte 4-5 Monate da. Und ich sage, ein Fall, den man nicht untersuchen kann, kann man nicht wissenschaftlich untersuchen. Ja. Ne? Man muss auf den Platz gehen, man muss die Zeugen sehen, man muss mit ihnen auf den Ort gehen, wo sie das gesehen haben. Ja, richtig. Und dann nur dann kann man wissenschaftlich untersuchen. Es ist vielleicht nicht alle Fälle, da, wenn man eine Thai-Lanterne hat, da braucht man nicht auf den Platz zu gehen, für etwas zu sehen. Genau, ja. Das ist richtig. Okay, ja. Aber ein so großer Fall wie diesen da, muss man auf dem Platz sein. Und nachdem, in einem Buch kann man schreiben, was man will.
Und ich muss eins sagen, das ist mir gesagt worden von einer von den Vereinen, wo wir gewesen sein waren, dass wenn ich etwas finde, dass das kein UFO ist, dass das ein Flugzeug ist, das kann mir nicht schreiben. Mhm. Weil wenn wir schreiben, dass es ein Flugzeug ist, dann verkaufen wir kein Bücher mehr. Ja. Das waren Fälle von 54 und jetzt sind die Leute gestorben oder sehr alt und haben kein Gewissen mehr. Ja. Und dann kann man nicht mehr etwas suchen. Es ist nicht möglich, die Wahrheit zu wissen. Das ist einfach einer der Fälle, der halt diesen UFO-Mythos dann ausmacht, der einfach zur Legende geworden ist. Sowieso, was über 10 Jahre alt ist, dann fängt es zu wechseln. Die Zeugen sagen nicht mehr dasselbe als am Anfang. Es ist kompliziert. Etwas. Ich weiß nicht, ob das so heißt in Deutschland, dass der Telefon Arab. Das ist, wenn man so jeder etwas sagt. Die stille Post. Okay. Ja. Es ist ein Klassiker. Sie fangen so an, ja. Und sie machen so viel. Dann bricht man gerade noch eine, wie gerne Fischen tut. Na, dann ist der Fisch gleich viel größer. Ja, richtig, aus einer Mücke in Elefanten. Ja. Ja. Es ist ein klassischer Fall in New Zealand, der sagt, wenn man mit einem anderen Menschen geredet hat oder eine Zange tun geschaut hat, dann ist schon nicht mehr die nämliche Version. Mhm. Die Version ist immer anders. Es ist schon falsch. Normalerweise soll der Zeuge nicht mit einer anderen Person reden. Ja, da wird er schon das erste Mal dann beeinflusst. Ja. Dann ist nur die erste Version gut. Die andere sind schon gewechselt. Christian, du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt, meiner Meinung nach, nämlich, dass die Qualität der Sichtung die Untersuchung vorgibt. Das, was man sich als UFO-Untersucher wirklich hinter die Ohren schreiben muss, wird aber oft bei uns hier negiert, indem man sagt, jedes Fall muss man richtig untersuchen, ist nicht notwendig, wie du gesagt hast, weil MAB, Himmelslaternen, die erkennt man. Nur kurz dazu, bevor wir zu den anderen Fällen gehen, über die Wilde, über die ganze französischen Klassiker gibt es im CENAP-Report und in den CENAP-Sonderbänden ganze Abhandlung darüber. Könnt ihr euch gerne auf UI runterladen. Dort werden die ganzen CENAP-Reports digital gebracht und da findet ihr einiges über die französischen Fälle. Es ist das gleiche Problem wie bei uns in Deutschland. Die Klassiker kann man nicht nachuntersuchen. Man muss sich verlassen auf das, was in der Literatur zu finden gibt. Nur komischerweise lebt die Ufologie von den Klassikern, weil es kommen einfach keine Fälle mit dieser Qualität mehr zustande. Und da muss man sich mal fragen, warum. Meiner Meinung nach, weil die UFO-Forscher besser ausgestattet sind, mehr Wissen haben über UFOs und den ganzen UFO-Pol. Und das ist auch was, wo sich jeder Untersucher mal fragen muss, was fliegt alles im Himmel, was kann alles fliegen, was kann das alles als UFO-Fall gedeutet werden. Und ich glaube, man muss etwas sagen. Die großen Fälle sind alles 54, 55, bis der Jahren, sagen wir 70. 75, ja. Und dann ist aus. Ja. Und dann ist alles aus. Ja. Das haben wir. Aber in der Zeit ist so viel gemacht worden. So viel Dings gekommen, die Helikopter, die neue Flugzeuge, das Ganze hat sich so exponentiell aufgegangen. Und die Leute, der kleine. Und der Geomega, ich will nicht, dass das Ding, der kleine Bauer, wusste das nicht. Der wusste das nicht. Ja. Und dann sieht er das im Himmel, was ist denn das? Ja. Und dabei, der wie ein bisschen, Flugzeug, das ist doch ein Flugzeug. Ja. Und der kleine Bauer, der hat das nicht gesehen, das ist nicht von mir, bei uns. Ja. Das sind ETs, ich habe schon davon gehört. Das ist das Problem. Andererseits habe ich da, Christian, zum Beispiel bei meinen Untersuchungen, wenn ich jetzt einfach so mal auf die letzten Jahrzehnte da zurückschaue, eigentlich auch festgestellt, dass gerade so, was du eben gerade angeschnitten hast, die Entwicklung in der Luft- und Raumfahrt unwahrscheinlich mit dazu beigetragen hat. Mhm. Weil wenn ich jetzt im Nachhinein so Fälle sehe, wie auch in Deutschland, wo bei uns noch als gut UFO geführt werden, wo du einfach Hinweise findest auf die Stimuli, Hubschrauber und Flugzeuge.
wo damals halt einfach auch die Kenntnis noch nicht so präsent war, weil die Flugzeugtypen oder Hubschraubertypen zum Beispiel erst zwei, drei Jahre dann so im Einsatz waren. Und dann praktisch die Leute da in der Nacht was ganz anderes für sich gesehen haben, weil sie es gar nicht damit in Verbindung gebracht haben. Ja. Und heutzutage habe ich dieses Wissen, kann es nach und nochmal ein bisschen nachüberprüfen und kann selbst aus den Aussagen von damals sogar und von Skizzen sogar mich darauf hinführen, was da damals geflogen ist. Bloß macht man sich momentan bei uns hier nicht die Mühe, diese Fälle neu aufzurollen. Und da sage ich mir, da muss halt, sage ich mal, in der Forschung hier, gerade in der wissenschaftlichen Forschung, einfach ein bisschen ein Überdenken da sein, dass man sagt, man sollte den Wissensstand, wo man heutzutage hat, einfach mit einfließen lassen. Und wenn ich das ignoriere, bloß um gut UFO-Fälle zu haben, dann tue ich mir selber damit keinen Gefallen, auch wenn es diejenigen vielleicht so sehen. Ja, das ist weil somit baue ich nämlich noch die Legende weiter auf. Weil dann einfach in dieser ganzen Ufologie, es sind einfach falsche Puzzleteile, wo dann auf den falschen Weg führen. Ja, und zudem kannst du auch nicht mehr die Informationen nehmen, wie du findest, und dann darauf mit unserer neuen Technologie machen. Warum? Weil schon das, was du findest zu heutzutage, ist nicht die erste Information. Ja. Das ist schon die dritte, zweite, dritte, vierte oder weiß ich wie viel der Information, wie schon jedes Mal, jeder macht etwas dazu, ein bisschen besser machen. Ich habe gefunden, manche Schriften von manchen Fälle in Elsass, wo eine Information, dann finde ich eine Information von einem anderen, ne, von einem anderen Buch, da ist schon wieder etwas dabei, für ein bisschen besser zu machen. Ne? Ich habe noch etwas gefunden, dann mache ich noch etwas dazu. Ne? Ist das wahr? Ist das falsch? Das kann niemandem mehr sagen. Dann was machst du mit dem? Mit dem kannst du nicht mehr anfangen. Das ist diese stille Postprinzip. Genau. Ja. Wir haben noch drei weitere Klassiker gefunden. Ich lese die einfach mal ganz geschwind durch. Vielleicht könnt ihr irgendwas dazu sagen. Und zwar von 1965 ein Fall. Da ist im Buch La Nouvelle Vague des Succubes Volantes. Das ist auch für Bouet, ja. Genau. Da ist in Valençon in Alpes de Haute-Provence ein UFO gesichtet worden mit einer Nahbegegnung von einem Bauer namens Maurice Mass. Dann 1967 gab es noch einen Fall von zwei Brüdern und einer Schwester. Und dann gibt es noch einen Fall von 1981 in Grosse-Provence, wo auch ein UFO gesichtet wurde, was anscheinend sogar materielle Spuren hinterlassen hat. Sagen euch die Fälle irgendetwas oder habt ihr irgendwelche Erklärungen dazu? Dann Cusack kenne ich nicht so gut. Kannst du ihn gut in deinem Fall sagen? Ja, ich erinnere mich nicht. Ich weiß nicht mehr. Nein, ich habe schon den Namen gehört. Es gibt ein paar Versionen, ja. Aber also Valençon ist ein großer Fall, weil da sind da auch Dinge übrig geblieben. Während 10 Jahren, er war in seinem Feld mit der Lavande, ne? Lavendel, okay, ich weiß nicht. Problem bei Valençon und also in Provence, das sind die französischen Fälle, die in Deutschland in jedem UFO-Buch sind. Also, die französischen Fälle aus Frankreich überhaupt. Während 10 Jahren, da war die Soucoupe Volante, ne, das UFO gelandet ist, ist die Lavande nicht mehr gekommen. Er hat sie wieder gesetzt und sie ist kaputt gegangen. Jedes Mal in den Kreis. Ja. Na, ich kann auch das machen heutzutage. Ich kann nicht die Marke sagen von dem Ding, wie ich nehme, das chemische Ding, wie ich nehme, wie dann noch nichts mehr wächst. Ne? Du brauchst gerade nehmen, der Wiese nehmen auf die Gleise von dem Zug. Da waren 10 Jahren wächst nichts mehr. Ja. Ist das so ein Fall, dann ist es, hat es geheißen, dass es eine Dauphine war, der Wagen, ne, der Dauphine, was macht der mit, das im Feld drin. Dann ist es ein Helikopter gewesen. Ne. Das ist der letzte Fall. Aber wie wir bevor gesagt haben, es ist ja schon seit 65, das ist schon lange her, und jetzt kommen neue Versionen. Ich kann nicht sagen, das was ich gut oder nicht gut. Das, was ich kann sagen auf den Fall von Maurice Mass, was ich weiß, von weil ich doch war. Ich war in Ferien, habe gesagt, ja, ich gehe mal durch, weil leider soll.
Und ich habe erfahren, dass der Herr Mars nicht mehr bei ihm lebt. Er war nicht mehr auf seiner Farm. Mhm. Er ist irgendwo anders hingegangen für Leben. Er könnte nicht mehr leben dort. Weil jedes Jahr von Mai bis Oktober sind jeden Tag Tourismus. 10, 20 Wagen durchgekommen, okay, und wollte Herr Mars sehen. Mhm. Ja. Wenn er etwas Falsches gesagt hat, wenn er etwas so erfunden hätte, ja, hätte er es gesagt. Er bis da oben, wie man sagt, könnte nicht mehr leben, ja, in Wallersoll. Und dann das Strasser Provost, was kann man sagen, da ist ja auch viel gesagt worden, auch viel Dings, wie für und gegen sind. Das Einzige, was ich habe an Bericht, ist ein Bericht von den Untersuchungen der Pflanzen, die nicht ein normales biologisches Ding haben. Mhm. Und das auch ausgesucht ist worden, mit einem Pflanzen unter einen Reaktor zu machen, unter Nuklear Ding zu machen, wir sehen, ob das dasselbe gibt. Und nie haben sie herausgefunden, was das macht, dass die Pflanze so biologisch gewechselt hat. Mhm. Ja. Das ist der Bericht, wir haben, aber dasselbe ist auch ein alter Fall. Und die, die das gemacht haben, sagen heute noch, dass das ein echter UFO-Fall war. Habe ich sogar gehört, dass das ein Elevator war. Die drehen so und der Schabler. Ja, gab es Schabler. Die Paletten, die so. Ja, Stapler. Ja. Und dass das war, wie gedreht hat, doch dann. Alles habe ich gehört schon darauf. Das war, glaube ich, der meistdiskutierte Fall in Frankreich, auch was die Presse anbelangt. Ja, ja. Wallersoll aber auch. Wallersoll auch hat er viel Presse. So, das ist alles, was ich kann sagen auf die Fälle. Das kann man die Buchen nennen und dann findet man ein bisschen alles drin. Mhm. Aber wie gesagt, in ein Buch UFO verkauft, kein UFO verkauft nicht. Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gut international. Ich weiß nicht, ob ich das gut ausgesprochen habe in Deutsch. Rausgekommen. Ja. Was sagte mal ein Journalist, jede Recherche macht die Geschichte kaputt. Ja, das ist mir gesagt worden, du hast nichts zu untersuchen. Wenn jemanden sagt, er hat ein UFO gesehen, dann hat er ein UFO gesehen. Und nach Frankreich ist auch ein großes Problem. Ich will eine Geschichte erzählen. Das ist, in Frankreich haben wir mal einen Fall gehabt und ich die Informationen von Zeugen, da dachte ich, das ist ein Flugzeug, wie auf Straßburg herunterkommt und landet. Ja. Gehört an Ensign geschrieben für Wissen, ob ein Flugzeug die um die Zeit gelandet hat. Mhm. Keine Antwort bekommen. Eine Woche drauf bekomme ich eine Schrift, dass ich mich auf die Gendarmerie de Serre de Frontière, dann die Luftgendarmen, ne? Luft, ja. Die Luft und Grenze Ding und dass ich dorthin muss kommen, der Tag und die Zeit. Gut, was wollen die? Die sollen ein sein, brauche ich dann mal das Ding mit. Ich weiß, was ich geschrieben habe dort. Mhm. Warum möchten Sie wissen, warum der Flugzeug gelandet hat auf Straßburg? Mhm. Habe ich. Und da stand ein Brief drin. Ich sage, ja, das und das. Ja, sie haben das nicht zu wissen. Die dürfen das nicht wissen. Ja, warum? Er hat gelandet. Ich kann. Ja, mit dem Ding heutzutage, mit den Piraten, die Bomben liegen. Ich kann da nicht die Zeit drauf gehen, für sehen, wie viel Uhr dass die Bombe los soll gehen. Zwei Wochen drauf. Ne? Mhm. Ja, ja. Dann der Gendarme sagt mal, ja. Ihr wollt nur wissen, ob das Flugzeug über Bischheim geflogen ist und die Zeit. Ja, das sagen Sie, was ich verlange. Na gut, scheiße. Jetzt muss ich einen Bericht von viermal einen Bericht schreiben. auf das. Da haben wir so diskutiert, hat das Telefon genommen, hat angerufen und gesagt, war ein Flugzeug, die uns die zieht. Ja, ja, das war ein Flugzeug, ein Boeing 707, ne, mhm, die von Paris kam und gelandet hat und die um die Zeit.
Okay, danke vielmals. Hat man das gesagt? Ja, das muss ich verlangt haben. Ja. Ja, sagt er, ja, aber heutzutage mit dem Vichy-Pirat, wie das heißt in Frankreich, ne, durch die Terroristen und so weiter, die Bomben legen, ne, da wird alles kontrolliert. Ja. Jetzt gut, am Tag habe ich ein Ding gehabt mit, wie in Saarbrücken vorkommen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist Saarbrücken, das ist Deutschland. Ich rufe meinen Kumpels Hans-Jürgen Köhler an. Jetzt gut, alles gegeben. Der Hans-Jürgen hat untersucht und hat mir alles geschickt. Mhm. Von wo ist der Flugzeug kam, dann wie viel Uhr hat er das Kreis genommen, für die Piste zu nehmen, wie viel Uhr ist die Räder auf der Piste landen, wie viel Uhr ist der Motor ausgegangen ist, ja. Wie der Pilot heißt und so weiter. Hat ich alles. Das ist doch, die Grenze ist gerade neben dran. Das ist doch nicht normal, dass er die ganze Information hat. Ich war so ekuriert, dass er alles so bekommt. Ja. Und ich muss auf die Gendarmerie-Ding gehen. Ein bisschen mehr hatte ich so die Brassle, wie man sagt in Frankreich, Handschellen angekommen. Da muss ich zugeben, Christian, damals, wo das alles da so lief, da hatten wir ja intensiveren Kontakt noch und da lief das ja alles bestens. Da hatte ich mir wirklich auch 1000 Fragezeichen über meinen Kopf, weil ich es auch nicht nachvollziehen konnte, wie praktisch hier in Deutschland es relativ doch einfach ist, bei staatlichen Stellen, in Anführungszeichen, oder bei der Luftüberwachung, da Informationen zu bekommen und Christian da fast an Handschellen abgeführt wird, nur weil er sich getraut hat, überhaupt danach zu fragen. Ja. Ja. Also uns mehr oder weniger auch nur ein großer Flusstrend. Ja. Das ist also dann schon... Ja, aber man muss sagen, bei uns ist da eine große Mauer. Weil bei euch in Deutschland, wo mit Tschernobyl war, da ist alles, dass du nicht das essen, das essen, das essen. Ach so, genau, ja. Ne? Für euch kommt das ja bei uns ist alles gut gewesen. Das ist das Rheinwasser, wo das alles abfällt. Ne? Ja, das ist dasselbe, man geht auf die Gendarmerie in Frankreich. Ne? Polizei ist in der Stadt bei uns und auf dem Land ist das die Gendarmerie. Ne? Man geht auf die Gendarmerie. Man bekommt keine Information. Keine Information. Ist da jemand, wie das etwas gesehen hat? Keine Information. Da ist man schon vorgekommen, dass, okay, dann vielen Dank, ein schöner Tag, und gehst du wieder nach und kommst hinaus. Pst, 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 pst. Nein, drehen ich nicht darum. Ja, der und der hat das etwas gesehen. Drehe ich dich um, niemanden da. Du weißt nicht, ob es ein Gendarm, war oder ob jemanden anders, wie vielleicht in der Tür gehört hat. Du weißt es nicht. Ja. Ja. Aber so bekommst du eine Information. Ja. Für eventuell ein zweiter Zeuge, wie oft die Gendarmerie gekommen ist, eventuell. Aber anders bekommst du nicht. Also ein Thema, was ja auch in Deutschland oft angesprochen wird, ist dieser Cometa-Report von 1999. Cometa steht für Komitee d'études approfondies, was man in Deutsch etwa übersetzen kann, Komitee für detaillierte Studien. Das ist eine private Gruppe aus Frankreich, die sich vor allen Dingen mit Personen des französischen Verteidigungsministeriums zusammensetzt, die aus dem Umfeld kommen wohl, aus dem Verteidigungsministerium, aus der Luftwaffe, beziehungsweise auch von privaten Fluggesellschaften. Und dieses Komitee brachte 1990 einen 90 Seiten umfassenden Report heraus mit dem Titel UFOs und Verteidigung, auf was müssen wir uns vorbereiten. In diesem Report wurden auch verschiedene UFO-Vorfälle analysiert. Und der Report kommt zu dem Ergebnis, dass UFOs reale, komplexe Flugobjekte seien und die extraterrestrische Hypothese mit hoher Wahrscheinlichkeit die Erklärung für das UFO-Phänomen ist. Und in Deutschland wird dieser Report sehr oft als Referenz herangezogen, als Beweis, dass an diesem Phänomen was dran ist. Und da wäre jetzt für uns die Frage an euch, wie seht ihr diesen Cometa-Report oder diese Schlussfolgerung oder auch die Personen, die da beteiligt sind? Ich bin nicht in dem Komitee gewesen. Da kann ich auch nicht sehr viel sagen, was da drin vorgekommen ist. Das, was ich weiß, das ist, dass der Staat hat nie etwas verlangt auf das. Das ist das, was gesagt worden ist. Jetzt gibt es auch bei uns manche Leute, die sagen, der Cometa, der Rapport Cometa, auch etwas ist wie
Die große Information ist, dass sie Spezialmaschinen nicht von der Welt sind, dass sie von auswärts kommen und so weiter. Das ist dasselbe bei uns. Das, was ich kann sagen, darauf, effektiv, das sind Fälle drin, wie von weit kommen, wie wenn man vielleicht nicht immer alle Informationen hat und dann der Rapport ist nicht vom Staat verlangt worden, nicht vom der Défense, ne, Défense Nationale, der ist, wo er geschrieben worden ist, ist der effektiv im Präsident und im Ersten Minister vorgegeben worden und fertig ist er. Ja. Jetzt effektiv waren da drin Leute, die ein bisschen mehr Informationen vielleicht haben, dass wir kleine Menschen von unten haben. Aber dazu sagen, das Ding ist, dass die UITs da sind. Also die haben die Fälle auch nicht selber untersucht, sondern die haben halt Fälle herangezogen, die sie auch irgendwo aus der Szene im Ausland hatten. Das waren also nicht nur französische Fälle, sondern auch... Ja, das sind die Fälle von Irak, glaube ich, von den Staaten. Okay. Ja. Ne? Und das sind alles Fälle, wie effektiv, wie wir kennen und wie wir nicht wissen, was dahinter ist. Und wie man nicht natürlich alle Informationen haben, für eine richtige Untersuchung zu machen. Das ist das, was ich kann sagen auf den Rapport. Möchtest du etwas anderes sagen, Schapul? Na, wir, Sie haben uns nicht gefragt. Und, dann können wir nicht mehr sagen. Ja, ja. Dann waren Militär, Gendarmerie und da haben wir keine gefunden. Also sprich, die UFO-Vereine in Frankreich, die sich eigentlich tagtäglich mit dem Phänomen auseinandersetzen, wurden da eigentlich gar nicht irgendwie zu befragt oder so, sondern diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Expertengruppe, die hat sich zusammengesetzt, hat sich an der UFO-Literatur bedient, hat es einfach durchgelesen und hat sich dann ihr Urteil dazu gebildet. Die UFO-Fälle können alle Ufologen in Frankreich. Mhm. Ich kann jetzt nur eins sagen. Ein Moment hat den Japan UFO-Fälle auf dem Internet gemacht. Und was wir sagen können, die Journalisten waren die ersten informiert und zeigten die UFO-Fälle an den Fernsehen. Mhm. Und wir 3 Tage lange konnten nicht auf Internet auf den Japan gehen. Ja. Weil einfach so ein großer Ansturm war, weil das Interesse sehr groß waren die Fernsehen, sie haben in einmal alles rausgemacht, aber wir könnten nicht mal auf Internet auf die Fälle gehen. Okay. Ich könnte nur 3 Tage nachher. Ja, das war bei der Freigabe der Akten für die Geipan. Ja. Mhm. Mhm. Da kommen jetzt vielleicht auf den Geipan. Noch eine Info, das heißt eine Info, kennt eigentlich jeder, der länger Zeit in der Szene ist. Wir hatten ja in Deutschland etwas Ähnliches mit dem Kometa-Report. Und zwar war das Memorandum an die Bundesregierung durch Michael Hesemann mit Informationen von damals von Kolmann von Kiewicki, wo Auffälle genannt wurden, die das Vorhandensein eines exotischen UFO-Phänomens beweisen sollten, das an alle Bundestagsabgeordneten damals ging und auch null Interesse seitens der Politik. Wir haben auch aber trotzdem immer noch eine Entsprechung, auch heute noch, und zwar bei den Diskussionen im Presseclub, wo hochrangige, bekannte UFO-Gläubige ihre Fälle zum Besten geben, ist im Prinzip nichts anderes, nur mündlich. Wenn man diese Berichte schriftlich zusammenfassen würde, hätte man jedes Jahr quasi einen Kometa-Bericht. Mhm. Nur beweiskräftig, aussagekräftig sind die Sachen nicht. Wie du schon gesagt hast, es sind alles Klassikerfälle, die Anekdoten sind, weil was ich nicht untersuchen kann und heute sowieso gar nicht mehr daraus machen kann. Ja, das ist wahr. Wie hatte da die Regierung reagiert? Gab es da eine Reaktion oder vom Verteidigungsministerium? Die haben sich gar nicht dazu geäußert. Nein, die Regierung. Es war sogar Moment war sogar der Fall, dass die Regierung gesagt hat, wir haben nichts bekommen. Und sowieso, wir haben nichts verlangt, dann brauchen wir nichts, auch nichts zu bekommen. Okay, kommen wir vielleicht mal zu der jetzt schon oft und viel angesprochenen SHPA oder GEPA. Zu Deutsch, das ist dann die Studiengruppe für Informationen über nicht identifizierte Luft- und Raumfahrtphänomene. Und das ist eine Abteilung des französischen Nationalen Zentrums für Raumfahrtstudien. Ist so ziemlich einzigartig in Europa, weil es eben staatlich, eine staatlich geförderte Einrichtung ist, um UFO-Phänomene zu untersuchen.
Und wie gerade gesagt, die Aufgabe des Shepard besteht eben darin, Berichte über unidentifizierte Luft- und Raumfahrtphänomene, sogenannte UFOs, zu analysieren, zu archivieren und dann eben auch der Öffentlichkeit, entweder auf der Internetseite oder halt auch über die Medien, bekannt zu geben. Und bis 2008 ordnete die Shepard die Fälle in vier verschiedene Kategorien ein, von A bis B, wobei A alle UFO-Fälle beinhalten, die eindeutig identifiziert sind. Und dann gab es quasi Steigerungen bis zur Kategorie D, wo dann Fälle gelandet sind, die nicht identifiziert werden konnten. Also ich sage mal, die UFOs im eigentlichen Sinn. Und von 2007 liegt noch die letzte Statistik vor. Und da heißt es, dass dann eben 28% der ca. 1600 Fälle in die Kategorie D abgelegt wurden. Also fast ein Drittel aller untersuchten UFO-Fälle nicht identifiziert werden konnten. Das ist ja doch eine wahnsinnige Zahl, wenn wir überlegen, wir reden eigentlich sonst immer von zwischen 1 und 5% von UFO-Fällen, die nicht identifiziert werden konnten, zumindest bei uns in Deutschland, wenn wir jetzt hier hören, dass es fast ein Drittel aller Fälle ist. Was sagt ihr dazu? Ja, sie sind nicht identifiziert, aber es wird nicht heißen, dass es exotische Fälle sind. Mhm. Nur, sie haben nicht genug Beweise für die Fälle identifizieren. Identifizieren, ja. Da gibt es heutzutage, haben wir jetzt die Informationen, können wir gerne sehen, was der Gepan hat. Und wenn wir auf den Gepan gehen, sind dort zwei, drei, was haben wir, die guten Fälle, wo viele Informationen drauf sind, 10 Linien Schrift. Mhm. Auf einen Fall. Ich habe mehrere Fälle in unsere Daten hineingemacht und manchmal gar keine Information auf die Zeit, keine Information auf den Ort, Information eventuell aufs Jahr, auf den Monat, manchmal kein Tag. Also sprich, die ganzen Grunddaten fehlen teilweise. Ich habe viel gesehen, dass keine, nicht genug Informationen für eine Identifizierung waren. Was man weiß, was es ist. Ne? Das ist die meiste, wie ich finde, da drinnen auf dem Gepan. Jetzt denke ich doch auch, dass der Dossier, ne, der Bericht vom Gepan ein bisschen mehr als 5 Zeilen sind. Ne? Es kommt auf den Direktor an. Einen Direktor sagt, ich habe 28%. Ja. Der Und nächste Direktor sagt, ich habe keine D-Falle. Mhm. Aber redet er von allem, oder angefangen von, hat, oder redet er vom Anfang von Gepan? Man muss eins wissen, glaube ich, es muss gesagt sein, dass der Gepan heutzutage und schon immer eine Person war und eine Sekretärin. Die fest angestellt waren. Die fest am Gepan sind. Ja. Und das Recht von den Personen sind von dem CNRS und sind, man verlangt, es ist wie ich jetzt, du arbeitest in einem Ding, ich arbeite im anderen, in denselben selben Fabrik, ne, sagen wir. Ja. Und ich komme zu dir, kannst du mir gerade ein Bild machen von dem? Ja. Na? Und dann machst du mir das bei. Wir kennen uns. Klar. Na? Und so geht es ungefähr im Gepan. Also kann man sagen, dass die Untersuchungsmethoden des Gepan schlechter sind wie die der privaten UFO-Forscher? Ja. Ja, wer macht denn dort dann diese UFO-Fallbearbeitung? Also eigentlich? Früher, wo es Velasco war, ist Velasco viel hinausgegangen und viel auf den zu den Zeugen gegangen, versehen mit ihnen. Heutzutage ist es Ende, jetzt sind die IBAN, ich weiß nicht, wie der zuerst war Patne. Ja. Nein, aber die Leute, dann sind es Privat-Ufologen, wie dann einer sagt ihnen, ja, du bist da und da, untersuch der Fall und gibst uns die Informationen. Dann die Informationen gehen hinauf in den Gepan, aber es kommt nichts mehr runter. Keine Rückmeldung. Was keine Rückmeldung. Eine Rückmeldung, wenn man weiß, dass es ein Thailand-Lanternen war, braucht man nicht. Ne? Ja. Aber wenn es ein großer Fall ist, kommt auch nicht mehr runter, was da untersucht, weiter untersucht. Ne? Mhm. Ich sage immer, was schön wäre in jedem Land, das ist, dass Leute wie mir, wenn ein Fall vorkommt, dass wir untersuchen. Mhm. Wenn es Lanternen sind, wenn es so Dings ist, auf die Seite. Ja. Aber wenn es etwas
ist, wie größer, sagen wir, ist und als Fall und komplizierter, dass dann, als es dann weiter in die Höhe geht, zu Spezialisten, zu die Armee, die Physiker, die alles, was scientific ist, nicht, ja, wie die dann besser untersuchen könnten als wir. Und dann haben sie schon das ganze kleine Dings weg. Mhm. Ne? Das macht dann, ich sage schon, etwas in der 60-70% weg sind. Ja. Und dann mit den 30%, wie bleiben, dass da dann eine gute Untersuchung gemacht wird. Und ich glaube, dass da auch dann 20% nochmal fortgehen. Ja. Aber das ist etwas, wie es nicht gibt heute. Und der Geban hätte so da, etwas so sein. Mhm. Aber das ist nicht der Fall. Mhm. Ja. Ich, wenn eine Untersuchung, wenn ich einen schönen Fall habe und muss untersucht sein, ja, wie lange braucht das? Schon mit den Zeugen ist man 2-3 Stunden mit ihm, ne? Für richtig zu sehen, was er gesehen hat, für richtig verstehen, was er sagen will, was er, wie er das gesehen hat und so weiter. Und musst du alles wegmachen, was er alles daneben erzählt, weil dann kommt er auf die ETs, dann kommt er auf die UFOs, dann kommt er auf das und dabei hat er nur Venus gesehen. Ne? Mhm. Dann musst du das alles wegmachen, da hast du manchmal 2-3 Stunden mit deinen Zeugen. Der kann das rausfiltern, was wirklich dahinter steht. Ne? Hat ein Gendarm Zeit für das zu machen? Nein. Er schrieb das auf und der Bericht geht weiter. Und dann ist fertig für der Gendarm. Ne? Eventuell kommt da mal ein Ding und sagt, oh, ich suche mal das raus, was da rausgekommen ist, ob da etwas so ist. Ne? Ich habe einen Fall, und damals ist wieder ein bisschen der Sinn ab in die Höhe holen. Ja. Man hat einen Fall in Neubrisach. Und der Fall habe ich gesehen am Fernsehen. Das ist am Fernsehen durchgegangen und das war ein schönes UFO. Ja. Wunderbares UFO. Als ich das gesehen habe im Fernsehen, habe ich gesagt, das kenn ich. Das hat mir da hat mir ein Film geschickt von Sinab. Das ist ein innen geleuchteten Zeppelin. Achso, ja, die Blimps geflogen. Ja. Und dann haben sie 4 Tage gebraucht, die Gendarmen herauszufinden, dass es der Zeppelin ist. Mhm. Aber ich sage, ja, warum haben sie nicht Spieker angerufen? Da hatte ich gleich gesagt, was es ist. Ne? Eben. Aber wenn du denkst, das sagst du mir Gendarm, dann bist du gleich in dem Käfig. Also kann man sagen, dass die Geban heutzutage nicht mehr ist wie das britische UFO-Büro unter Nick Pope, bis der von Queen Lizzie vor die Tür gesetzt wurde. Das war viel rauf und nix. In Frankreich? Ja, der Geban war von dem... Das ist nicht dasselbe. Das ist gar nicht dasselbe. Nick Pope hat untersucht, ist auf den Ding gegangen, ich habe Nick Pope gesehen. Er war auch sehr skeptisch auf vieles Dings, wie ich mit ihm gesehen habe. Aber er hat gut untersucht. Und ich sage, der Geban sind nicht genug Leute, für das zu machen. Was mich dann interessiert, an wen gibt denn dann Geban die Fälle weiter? Also haben die ihre festen Personen in Frankreich, überall in den verschiedenen Departements, wo sie wissen, die machen seriöse Untersuchungen? Oder geben die auch Fälle dann weiter, wo sie eigentlich genau wissen, der Falluntersucher selber ist eigentlich von der ET-Hypothese überzeugt und setzen ihn trotzdem ein, um irgendwelche Fälle zu sagen mir, das gibt von allen darunter. Das gibt Leute, die gute Untersuchungen machen und es gibt auch, die nicht gute. Die Bein macht gute Untersuchungen? Ja, macht gute Untersuchungen. Es war mit Velasco, aber ich weiß nicht heutzutage. Ja, mit. Das Problem ist ja, wenn der Falluntersucher selber schon von der ET-Hypothese überzeugt ist und dann draußen die Falluntersuchung macht und nur die Daten dann so an Geban weitergibt, wie er sie auffasst. Da ist ja schon mal irgendeine Bewertung vorgenommen, eine Vorbewertung, bevor die Daten überhaupt bei Geban ankommen. Wir kennen Leute, die das machen. Und wenn man die Leute treffen, machen wir einen großen Kehr. Lang das, was ich sage? Ja. Der Geban ist der Kness, aber der britische ist der MOD. Das heißt, Defense Minister. Ja, das Verteidigungsministerium.
Der Geban, früher war es der Zebra und früher war es der Gepan, der Zebra, der. Jetzt ist der Geipan. Geipan. Und jedes Mal ist es eine andere Person, die da dran ist. Mhm. Und ich glaube, dass auch da, ja, okay, du machst das. Also ist die Qualität auch von den Ergebnissen sehr unterschiedlich, die auch ja. in diesen Statistiken drin steckt, ja. dass es oft ja. unterschiedlich qualitativ untersucht ist. Und ich weiß, dass der Velasco jetzt ein bisschen mehr auf der Seite der UFOs ist, ja. Na, nach dem, was er sagt. Mhm. Patne war nicht schlecht. Patne ist jetzt fast den Leiter von MUFON in Frankreich. Ja. Wir haben über Facebook und über Twitter unsere Follower dazu aufgerufen, Fragen einzureichen. Wir haben davor bekannt gegeben, dass wir diesen Podcast hier durchführen wollen mit euch. Und sie sollten noch Fragen einreichen, wenn sie irgendwelche Dinge über die französische UFO-Forschung wissen wollten. Und ganz aktuell jetzt im Oktober und im November sind ja die Drohnen über die französischen Atomkraftwerke. Und da kam dann eben auch eine Frage von der Userin Elimination über Facebook rein, was es denn eben mit diesen Drohnen auf sich hat. Vielleicht noch eine kurze Information für unsere Zuhörer dazu. Ende Oktober berichtete der französische Elektrizitätskonzern EDF, der auch die 58 Atomkraftwerke in Frankreich betreibt, dass seit Anfang Oktober eben über weit mehr als ein Dutzend französischen AKWs Drohnen aufgetaucht sind. Jetzt hat man unter anderem Greenpeace und so befragt, weil die sind ja immer so eine der ersten Verdächtigen, ob die irgendwelche illegalen Aktionen da gemacht hätten und Drohnen hätten aufsteigen lassen. Greenpeace hat auch abgewimmelt. Und das Thema ist mittlerweile, glaube ich, bis im Verteidigungsministerium hochgestiegen. Dort gab es jetzt sogar den offiziellen Befehl, dass wenn so eine Drohne wieder auftaucht, dass sie, Anführungszeichen, neutralisiert werden sollte. Und das Thema ist jetzt auch in Deutschland groß aufgekommen, überall im Internet, in der Presse, im Fernsehen kamen da Berichte drüber, dass eben diese Drohnen über Atomkraftwerken auftauchen. Und bei uns in Deutschland ist es hauptsächlich die Exopolitikbewegung, die da jetzt wieder versucht, dieses Thema in den UFO-Mythos mit einzubinden und da irgendwie ja, ein anomales Phänomen dahinter sieht, vielleicht sogar Außerirdische. Wie wird dieses Drohnenthema in Frankreich aufgenommen? Wird es auch so in die UFO-Ecke gerückt oder wie ist es bei euch? Ja, was wir, die Zeugen, die wir kennen, sagen, es sind keine Flüge auf der Zentrale, Nuklearzentrale, aber neben an den Kraftwerken. Mhm. Die Drohnen flügen nicht über die Zentrale, sie flogen auf dem Kraftwerk. Wir haben Zeuge von Lothringen, von der Zentrale von Lothringen, und wir haben Zeugen von Goldfisch. Die Zeugen von Goldfisch sind an den Gendarmerie gegangen und haben ihre Beobachtung erzählt. Und die Gendarmerie, nach der Aussage von der Zeuge, wir wissen nicht die Aussage von der Gendarmerie, die Gendarmerie hatte gesagt, sie wissen, dass etwas den Kraftwerk geflogen ist. Mhm. Aber mehr wissen wir nicht. Und wir können nicht sagen, dann wir wissen nicht. Sind die Zeugen, sagen sie die Wahrheit? Das wissen wir auch nicht. Wir sind nicht da gewesen. Dann können, wenn wir nicht da gewesen sind, wir haben die Zeugen nicht gesehen, dann können wir nicht sagen. Sagen wir, was wir wissen, durch die Informationen, das natürlich hat ihr auch. Das ist, dass 5 Zentralwerke überflogen sind worden in einer Nacht. Ich sage, es ist unmöglich, dass das eine Person nur gemacht hat. Weil das sind dort 400, 500, 700 Kilometer entfernt. Warum dieselbe Nacht? Da kann man sich fragen. Ein Drohne, wie über eine Zentrale fliegt, effektiv, man kann ein Licht sehen, ist es exakt über der Zentrale. Man kann sich sagen, weil die geben nichts auf dem Radar aus. Mhm. Ich weiß, dass er jetzt Radars auf jede Zentrale, mehr Zentrale gemacht haben, Militärsradaren. Mhm. Nutzt das etwas für einen Drohnen? Glaube ich nicht. Ja, ja. Zu klein wahrscheinlich. Ist zu klein und sowieso, das ist alles aus Kunststoff. Ne? Mhm. Na, das, was gesagt wurde in Frankreich, das ist nicht schlimm. Es kann nichts vorkommen mit einem Drohnen.
Und wie wird es bei euch in der UFO-Szene aufgenommen? Also ist es bei euch in der UFO-Szene ein Thema? Gibt es da auch irgendwie Gruppen, die sagen? Immer, es gibt immer da, von denen, die sagen, das, kann ja, das sind sagen. Die, wie schauen wir eine Zentrale geht. Ja. Was nur interessant in dem Zusammenhang ist mit den Drohnen. Wir haben ja hier in Deutschland, sage ich mal, noch relativ wenig mit diesen Drohnen so in unserem UFO-Feld zu tun. Drüben in Frankreich gibt es in der Drohnengeschichte eine wahnsinnig tolle Szene, wo als Stadt, als Modellflugzeug diese Drohnen fliegen lässt. Und die sind unwahrscheinlich miteinander verbunden. Und deshalb sehe ich eigentlich auch, dass praktisch an dem einen Abend da über den 5 AKWs oder euren Atomkraftwerken diese Drohnen drüber geflogen sind. Das ist eine einfache Geschichte. Du schickst eine SMS zu einem anderen Club und sagst, also wir machen heute Abend hier, macht ihr es bei eurem Kraftwerk, und das ist eigentlich keine Sache, weil das Lustige ist, du hast bestimmt mal einen Blogbericht gesehen, ihr macht ja selbst drüben im französischen Wäldern, machen die Rennen mit Drohnen zwischen den Bäumen. Ja, wo ich da die Videoaufnahmen gesehen habe, da habe ich gedacht, geil, Wahnsinn. Musst dir vorstellen, du läufst da als unbedarfter Bürger da mal durch den Wald und auf einmal rauscht dann dir die Drohne da im Vollspeed da durch die Bäume. Um nur das da mal darzustellen, was wir vielleicht da zukünftig vielleicht mit dieser Thematik noch mehr zu tun bekommen. Denn die Teile werden immer besser. Die Akkuleistungen sind immer besser. Dann gibt es Ausrüstungsgeschichten mit LED-Lampen, wo effektiv sind. Also da werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch noch viel Spaß haben, sage ich mal. Und das kommt als mehr. Warum? Wenn du jetzt ein bisschen das Fernsehen aufmachst in Frankreich, du willst einen Film schauen, hast du wenigstens 3-4 Reklamen dazwischen. Mhm. Und die Reklamen machen sogar für Helikopter, für die Drohnen, für Werbung. Für Kinderspielsachen. Also, aber wie bis auf 50, 60 Meter Höhe gehen und mit Kameras und so weiter. Und ich habe gesehen, in einem Spezialladen für alles, was Informatik ist, in Straßburg, 70, 80 Euro. Ja, die Dinger sind billig geworden. Die sind billig geworden. Und jetzt gibt es die mit Giro. Ich weiß nicht, wie man das Gyrocopter, und die kannst du gerade vorwärts, rückwärts, links, rechts, und hast du kein Ding zu machen für das. Das ist automatisch alles und mit einer Kamera. Ich habe gesehen, der mit der Kamera ist mit 80 Euro verkauft. Ja. Also so Fälle mit Quadrocoptern, das habt ihr selber auch dann zunehmend. Ja, wir haben Fälle gehabt, wie auf UFOs. Man hatte einen Fall in Châlons-en-Champagne, wo ein UFO besichtigt wurde. Und nach Untersuchung war es ein Drohnen, wie ein Film gemacht hat auf die Messe von Châlons-en-Champagne, und für die neue, das neue System zu machen, für das Foto haben, für auch Foto zu arbeiten. Und da war dahinter ein Flugzeug. Und der Drohne war gesteuert vom Flugzeug, wie hinter dran war. Aber das war mit Autorisation und so weiter. Ne? Aber niemand wusste das, und natürlich war das ein UFO. Ne? Meine Frage an euch ist in deiner Kenntnis, ob es bei euch in Frankreich das auch gibt. Ich hatte da der Tage, wo ich beruflich unterwegs war auf der Autobahn, ist da eine große Überlandleitung, Trasse neben der Autobahn gewesen. Da habe ich zum ersten Mal eine Arbeitsdrohne gesehen, wo diese Elektrik überfliegt und kontrolliert. Oder die Gas. Ja. Im ersten Moment von weitem habe ich das Teil gesehen, habe ich erst gedacht, das ist ein Hubschrauber von der Entfernung her, wo ich dann in die Höhe gekommen bin, habe ich das erkannt als Drohne. Ist es bei euch auch? Ja, es ist, das gibt es auch, ja. Jetzt, das ist, wenn ihr teuer aus einem Helikopter und kann von unten. Und sie können auf Platz bleiben und besser sehen, was los ist und so weiter. Ne? Und wenn der ein Draht kommt, er kommt dann nicht an den zweiten, dann kann er nicht an einen Helikopter, das ist schon schlimm, wenn er dran kommt. Ne? Und wenn der Drohne Frequenz verliert, dann fliegt er allein, er braucht nicht gesteuert sein. Ja. Er geht alleine wieder bis an den Boden. Na, das ist alles vorprogrammiert und alles. Ne? Das gibt es auch bei uns. Und ich denke, ich weiß auch neben Reims, das ist dann der Camp Militaire de Suippes, dort werden die ganzen neuen Drohnen
ausprobiert. Drohnen von der Polizei, weil die haben jetzt auch Drohnen, für wenn eine Manifestation ist, können die das von oben sehen und so weiter. Die Armee und das alles wird dort auch ausprobiert. Ja. Und das gibt viele Lichter dort, wie als UFO. Müssen interpretiert werden. Okay, kommen wir vielleicht noch zu einer weiteren Frage, die kam über Twitter rein von TA Günther. Und zwar fragt er, wurde auch in Frankreich Anläufe unternommen, so etwas wie ein Grundkonsens oder Forschungsgrundsätze zu entwickeln wie in Deutschland? Dazu vielleicht kurz Informationen, dass in also, Deutschland. Ich verstehe nicht gut die Frage. Kannst du mich ja ein bisschen. Es geht darum, dass mehrere Gruppen sich einheitlichen Standpunkte geben. Dass man sagen, okay, es gibt gewisse Punkte im UFO-Phänomen, da sind wir uns einig, gruppenübergreifend. Und es gibt auch gewisse Forschungsgrundsätze, nach denen mehrere Gruppen gemeinsam vorgehen. Man will auch die Arbeit vergleichbar machen. Also dass man sagen, wenn ein Fall von einer Gruppe untersucht worden ist, dann hat es die ähnliche Qualität oder die gleiche Qualität wie eine Untersuchung von einer anderen Gruppe. Also auch vom Vorgehen her bei Falluntersuchungen, von der Methodik will man sich untereinander abstimmen oder gruppenübergreifend solche Projekte machen. Da ist die Frage, ob sowas in Frankreich auch gibt. Also in Frankreich heutzutage gibt es das nicht mehr. Warum? Wir haben weniger, sehr wenig Vereine. Wir arbeiten zusammen. Wenn ich als manchmal jemanden hat, wie man einen Fall sagt, auf Lyon, kann ich das in OVNI Investigation geben. Ich weiß, wie die arbeiten. Ich weiß, sie arbeiten gut. Wenn es drunter im Süden ist, kann ich das im OVNI Languedoc geben und der macht dann mit, was er will, ne? Und macht die Untersuchung. Normalerweise bekomme ich immer eine Ruckinformation, sagt das und das, ich habe nicht gefunden, was es ist. Ich gebe da eine kleine Information, was der Zeuge gesagt hat. Früher gibt es, es gibt es immer noch, der Comité Nord-Est des Groupements Ufologiques, der CNEGU. Ja. Der CNEGU hatte die Insicht, die ganze Ufologen, die ganze Ufologengruppen zusammen zu machen und für das man dieselbe Arbeit machen. Ja. Ja. Aber das Problem war in der Zeit, dass seine eine Gruppe wollte, dass die anderen Gruppen denken, wie sie denken. Und natürlich, wenn es nicht so war, wenn du jetzt irgendwo hinkommst und sagst, du musst so denken, wie ich denke, dann ist schon fertig. Na? Dann kommt die Gruppe nicht mehr. Und so weiter und so weiter. Und ich glaube, heutzutage, der CNEGU gibt es immer noch. Aber es ist, sagen wir, sind 5 oder 6 Leute noch, vielleicht mehr, ich weiß es nicht, exakt, wie Untersuchungen machen, wenn sie einen Fall bekommen. Und na, ich hatte ein bisschen an eine kleine, wir haben nicht uns drauf geschlagen, Meinungsverschieden. Und der CNEGU wollte, dass für einen Fall, den wir hatten im Elsass, als ich alle Namen von Zeugen geben und ihre Adresse und alles, für als sie untersuchen können, was wir schon untersucht haben. Ja. Und das wollte ich nicht. Und dann gibt es ein bisschen wieder einen kleinen Clash, wie man sagt, zwischen uns. Aber wir sagen, dass die Zeugen anonym bleiben. Ne? Sogar wenn sie sagen, ja, man kann mir einen Namen sagen. Ja. Aber wir sagen, die Leute bleiben anonym, weil wir wissen, dass zu viel noch die Leute ein bisschen. Du hast ein ETs gesehen. Ne? Aber anders gibt es keinen richtigen Zusammenhalt mit. Ich bin gut mit dem, ich bin gut mit dem, ich verstehe gut, sehr gut selber, weil die arbeiten so wie wir ungefähr arbeiten. Wir haben eine Klassifikation, wie wir gemacht haben, für unsere Ding zu machen. Erstens ist ein der F wie Frankreich, der Departement, dann ist das Jahr, der Monat, der Tag, ein kleines Strichchen. Die Uhr, Minute und hinten dran der Name der Stadt, wo es beobachtet worden ist. Das ist unser Ding für alles gut zu haben, was man das wieder findet. Andere machen das anders. Und dann ist schon eine Idee gewesen, ja, man muss da alles selber machen, aber ihr müsst das so machen, wie wir es machen.
Ja, nein, das geht nicht. Oder so eine gemeinsame UFO-Datenbank, gibt es sowas in Frankreich, dass mehrere Gruppen in eine Datenbank ihre Fälle ablegen, auch für die Öffentlichkeit, sowas gibt es da nicht. Ja. Weil da gibt es in Deutschland auch seit einigen Jahren so ein Projekt, wo von mehreren Gruppen Fälle eingespielt werden und gemeinsam dokumentiert werden. Aber dann müssen auch, dass jeder die Information respektiert vom Amten. Ja. Weil wenn du eine Klassifikation hast für deine Fälle, geht das nicht unbedingt mit dem vom Amten. Ja, und ja, da kannst klar, du ja, kein... Aus dem Grund, dass man am besten gleich die Klassifikation einbringt. Nee, das ist klar, ja, klar. Ja, aber es könnte ja trotzdem zusammen eine Datenbank sein, wo jeder seine Fälle darstellt. Untersuchen nicht unsere Fälle. Also es gibt eine Datenbank in Frankreich, die sehr gut ist, France OVNI, die eine sehr schöne Datenbank hat. Aber das ist nicht eine Datenbank, sagen wir, wie zusammen... Er macht ein bisschen wie wir machen. Wir haben eine Information auf ein UFO, wie gesehen, jetzt machen wir das in unserer Datenbank. Warum? Natürlich, wir schreiben nicht hinein, dass es Pika ist. Wir schreiben, das ist ein Spezialding, wo man einschreiben, das ist der und der, wie das gemacht hat. LDLN, Rio, das ganze Gedings. Ne? Oder dass das unter Presse kommt oder so etwas. Und, aber dann haben wir eine Information um dem Datum, der Zeit, an dem Ort hat jemand etwas gesehen. Wenn wir eine Information bekommen bei uns und machen eine Untersuchung, können wir sagen, ach da ist auch einer, hat etwas gesehen. Der hat das gesehen in Bordeaux, einer hat es gesehen in Paris, einer hat es gesehen in Straßburg. Oder das macht fast eine gerade Linie. Das kann ein Meteorit sein. Oder etwas so, ne? Mhm. Und durch das machen wir die Datenbank. Das ist entweder ein Arbeit. Ein Arbeits. Und dann haben wir, das ist die gewöhnliche Datenbank. Und dann haben wir eine Datenbank, die komplizierter ist und mehr Informationen drin sind. Und das ist eine Datenbank von dem, was wir untersucht haben. Dann ist drin, mach kein Krach, wach so ein Krach, wach. Ja, klar. Na, ja. Und sagen wir die generale und dann die spezielle Datenbank. Ja. Das ist einfach eine Ding, wie zusammenkommen mit. Wir haben probiert zu machen, am Anfang, wo das Pika geboren ist, haben wir vorgeschlagen, eine Schacht zu machen. Das ist eine Regel, nicht, wie man unterschreibt, nicht, dass wir, dass die alle wie so arbeiten wollen, dass wir das miteinander machen, dass alle so arbeiten, für, sagen wir, eine Ufologie machen mit wissenschaftlichen Untersuchungen. Ja, das ist ja das, was hier in Deutschland manche zurzeit versuchen. Und das hat nie geklappt. Nie geklappt. Wir haben das geschickt in alle UFO-Gruppen, wie wir es gekannt haben, und nie zurückgekommen. Ja. Niemand wollte das. Ja. Dann was macht man? Man bleibt mal für sich. Also kann man sagen, die UFO-Forschung unterscheidet sich nicht besonders in Deutschland, in Frankreich. Ich glaube nicht. Auch so eine, das in Frankreich gibt es auch sowas wie eine instrumentelle UFO-Forschung. Das ist auch sowas, was zurzeit ein Thema in Deutschland ist, dass man versucht, unabhängig von reinen Zeugenaussagen über Kamerasysteme, über Magnetfeldmessungen oder Schwerkraftmessungen. Gibt es. Es gibt ein paar, die das machen. Ja. Manchmal mit Informationen wie, okay, ich kenne eine drei Kamera und die 24 Stunden 24, der hat eine Bank Bilder von weiß ich wie viel Jahresstunden. Das kostet viel Zeit. Kostet viel Zeit und man kann nicht alles sehen. Man muss die Zeit haben dafür. Und es gibt jemanden, hat einmal etwas vorgeschlagen, das ist ein Prism. Wie viel? 23 Grad drumherum. Ja, genau. Und eine Kamera. Und dann kann man sehen, und die geht los, nur wenn ein Licht oder etwas, Was bewegt im Kamera. Bewegt, ne? Und besonders ist gemacht worden mit einem Licht. Aber das hat nie etwas gegeben. Warum? Das ist auch viel Geld. Ne? So ein Ding zu machen, kostet heutzutage 500, 600 Euro. Ne?
Und das ist nicht teuer. Und was sehen Sie? Ein Licht. Ja, das Problem. Ja, genau. Sie sehen nicht viel mehr. Du siehst nachts ein Licht und mit dem kann sie nicht. Und sagen wir, das ist weniger gut als das Auge und kann wenig. Und dann zudem, wie es ein Prismus ist, wie 360 Grad nimmt, ist die Proportion auch nicht mehr so korrekt. Ne? Das ist alles deformiert. Man kann nur sagen, ah ja, es ist ein Licht durchgegangen. Ne? Dann müssen Sie eine Infrarotkamera haben, das ist auch teuer, auch nicht einfach. Also in Frankreich gibt es doch auch etwas wie, ich weiß nicht in Deutschland, ob das gibt, das ist das Surikat. Das ist dann ein Verein, Surikat, die dreimal im Jahr, glaube ich, oder viermal manchmal, gell, ne? Manchmal ist es noch zweimal, wo alle Leute zammeltrummelt und sagt, so, diese Nacht gehen wir alle hinaus in ganz Frankreich und schauen den Himmel. So wie ein Flashmob. Und der, wie etwas sieht, hat eine Telefonnummer mit seinem Handy und gibt die Information weiter und die Information geht dann an alle. Und dann können wir sehen, ob etwas, wenn etwas durchgesehen wird, ob es auch irgendwo anders gesehen wird. Also heutzutage gibt es ungefähr 3 im Jahre, das macht wie viele Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, wie sie das machen. Ich glaube, es war nur einmal, wo etwas, dann nur einmal, hast du eine andere Information? Dann es ist neblig, vieles Mal ist es neblig, dann, wie er sagt, kann man es einmal im Jahr vielleicht machen. Ja, klar. Das letzte Mal, wie ich habe gesagt, okay, wir machen es, ist der Himmel runtergefallen. Mit Wasser natürlich. Ne? Genau. Dann habe ich ein bisschen gemacht, so hinter dem Fenster, aber das ist zu viel. Ne? Ja, bei schlechtem Wetter kommen keine Infos. Eine letzte Frage von Michael Reiche über Facebook. Da hat er uns seine persönliche Sichtung gemeldet von einem dreieckigen UFO und hatte dann eben die Frage, ob solche Dreiecksfälle eben auch in Frankreich bekannt sind. Also das, was mich bewundert da drin, das ist, dass das UFO schon gesehen worden ist pro Tag. Schwarzes Dreieck mit roter Lichter oder weißer Lichter an jedem Eck. Mhm. Manchmal mit einem weißen oder rotes Licht in der Mitte. Und eben den Dreieck. Ich kenne sogar einen Fall, wie OVNI Investigation gemacht hat, auf Lyon, wo ein Zeuge ein Ufologe ist. Und er wartet auf seinen Bus, dass der Bus kommt. Und er hat einen Helikopter gehört und hat geschaut, das ist der Helikopter der Gendarmerie. Und vor dem Helikopter war ein Dreieck. Da haben sie untersucht, wir wissen, was das Dreieck ist. Und da hat es geheißen, ja, der Helikopter der Gendarmerie ist nie geflogen, der Tag. Und wir wissen von vielen Ecken von Frankreich, Lille, Lyon, Marseille, haben wir überall Dreiecken, wie rumfliegen. Jetzt, was ist das? Also ich habe schon mit jemandem gesprochen, die in Aeronautik sich gut auskennt. Sogar ein bisschen für die Armee gearbeitet hat und hat mir gesagt, hör mal, in den Staaten gibt es der TR-3B, TR-3B, wie ein Dreieck ist und wie so fliegt, wie du sagst. Jetzt, ich sage eins, ist der TR-3B von den Staaten immer in Frankreich? Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht warum, als alle zwei Wochen, alle drei Wochen das Dreieck gesehen worden ist in Frankreich. Dann ist es vielleicht etwas anders. Oder dann sage ich mir auch, warum wir Franzosen und besonders, dass wir jetzt nicht mehr lange arbeiten, warum wir Europäischen sind wir blöder als die Staaten. Ich glaube, wir können dasselbe machen. Jetzt ist es ein, so wie ich denke, als etwas so ist, vielleicht ein Ding vom Testobjekt, vom Militär oder so. Ja. Warum nicht? Ja. Wir denken an den F-117. Der ist herumgeflogen viele Jahre und war ein UFO, bis dass wir gewusst haben, dass das ein Flugzeug ist. Ja. Das ist richtig. Ja.
Ich denke, Jochen, damit sind wir am Ende unserer Fragerunde angelangt. Denke ich auch. Merci beaucoup, Christian und Jean-Paul. Wir bedanken uns sehr. Das hat uns, das hat uns ein sehr großer Pläsier gemacht, zu euch zu kommen. Und denke, dass eine gute Arbeit haben wir schon miteinander gemacht und dass wir das weitermachen. Und ihr seid immer willkommen bei uns in Frankreich. Wir haben uns gefreut, Ihnen zu antworten. Ja, und ich möchte alle, die uns zuhören, ein glückliches neues Jahr und Weihnachten und neues Jahr zu wünschen und Gesundheit für alle. Dem schließen wir uns an. Absolut, ja. Genau. Und beenden den Podcast. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Tschüss.